Kommunikationskanäle schaffen und pflegen bedeutet, dass man sich überlegt, was sind unsere wechselseitig bevorzugten Kommunikationskanäle. Wir haben ja heute viel, viel mehr Möglichkeiten. SMS, E-Mail, Telefon, persönliches Treffen und. Twitter, ja, was weiß ich. Alle möglichen Möglichkeiten, diese Kommunikationskanäle schaffen. Also ich mache zum Beispiel sehr gerne Verlinkung über Skype. Ja, weil Skype ist für mich im Moment die direkteste Kommunikation überhaupt. Ja. Videokonferenz, nee, aber das geht dann über die Chatbox. Ja. Also ich sehe sofort mit einem Blick, wer ist online. Und wenn ich dann mal eben was wissen will, also zum Beispiel von meinem Mentor oder so, dann schmeiße ich den das in die Chatbox rein und dann kriege ich innerhalb von Sekunden kriege ich Antwort. Das ist fast besser, als wenn der neben mir steht. Ja, weil wenn jemand neben einem steht, dann haben wir noch so eine interpersonelle Dynamik. Und wenn dann noch eine Frau das ist, dann haben wir noch eine andere Dynamik. Und hier ist das wirklich dann die Kommunikation. Ja, also im Sinne von Sachebene, nicht Beziehungsebene. Wenn das noch mit einer Frau ist, dann haben wir noch diese Beziehung, sehe ich gut aus und so und bin ich richtig geschminkt und was weiß ich, so dieses ganze Zeug, was da unterschwellig abläuft, das haben sie hier nicht. Also ich bin begeistert von Skype, ja, aber das nur so als persönliche Meinung. Ja, also mit manchen Leuten verlinke ich mich über Skype, weil man die eben dann unmittelbar erreichen kann. Ja. Also das ist so ein Kommunikationskanal. Ja, Sie sehen, das ist gar nichts Dramatisches, sondern einfach nur so eine Kleinigkeit. Aber dann hat man die Vernetzung und kann man auch mal eben Hallo, wie geht's oder irgendwie sowas. Das ist wichtig. Ja? Und das ist das Pflegen des Kommunikationskanals. Ja? Das ist das Pflegen. Also den Herstellen, Verlinkung über Skype oder wie immer, mobile Telefonnummern austauschen, ja? Was immer das Schaffen des Kanals angeht. Und dann Pflegen. Ja? Pflegen, diesen Kommunikation schaffen und pflegen. Und wenn man nur mal kommuniziert, dass alles okay ist. Aber da hat man wieder eine Verbindung wieder reaktiviert. Und das ist wichtig. Wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen. Ja, das ist also sehr, sehr wichtig. Und wenn man nur kommuniziert, dass nicht zu kommunizieren ist. Das heißt, dann ist alles in Ordnung. Ich bin nicht zwischendurch dein Feind geworden oder sowas. Ja, das ist wichtig. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.